Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Outrider und herzlich willkommen zur dritten Episode von Outrider Logistics. Und wir werden jetzt mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Wir sehen, wir haben jetzt mittlerweile ein Guthaben von 61.000. Ich bin also ein paar Fahrten gefahren. Und wir werden jetzt also die nächste Fahrt fahren. Und wir schauen mal, was wir hier so haben. Ja, wir werden uns mal nicht so eine überlange Fahrt aussuchen, das wäre sonst ein bisschen extrem. Ja, das ist alles schon was länger hier. Man darf die Strecken auch nicht unbedingt unterschätzen. Na, das ist fast zu kurz. Wir schauen mal, was wir so finden. Ja, man kann sich hier also auch immer verschiedene Fahrten aussuchen. Ihr seid also nicht gezwungen, unbedingt immer die längste zu machen, wobei die natürlich am meisten Geld einbringt. Aber wenn ich jetzt die längste Fahrt fahren würde, dann wäre das irgendwie ein viel zu langes Video, bin ich der Meinung. Deshalb fahre ich eine Fahrt, die nicht ganz so lang dauert. Wir nehmen einfach mal jetzt diesen Auftrag mit dem MAN an. Und ja, jetzt ist deine Meinung gefragt. Und zwar habe ich ja die Möglichkeit, mit Kredit zu spielen hier in diesem Spiel. Das heißt, ich kann da also 400.000 von der Bank leihen. Ich muss die Bank natürlich bezahlen in Sachen Raten. Oh, das sieht sehr hübsch aus. Haben wir eine Umleuchte? Wir müssen die Bank natürlich bezahlen in Sachen Raten, aber wir hätten dafür natürlich sozusagen sofort die freie Wahl in Sachen LKW. Oh, ich hätte rechts raus müssen. Easy, kriegen wir trotzdem mal hin. Aber ich muss dafür natürlich den Kredit bezahlen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ich könnte den Kredit nehmen für den ersten eigenen LKW. Oder ich nehme halt mehr Geld, halt die 400.000 und nutze das Geld halt gleich, um die Garage auszubauen und um eventuell schon einen Fahrer einzustellen und einen LKW zu kaufen, dass wir sozusagen unseren ersten eigenen Angestellten haben. Und da ist deine Meinung gefragt. Punkt Nummer 1. Soll ich einen Kredit nehmen? Ja oder nein? Und wenn ja, wofür? Ja, nur für den eigenen LKW oder gleich direkt viel Kohle nach dem Motto viel hilft viel. Und die zweite Sache, die ich mir so überlegt habe, ist, ja, mein eigener LKW, wir haben übrigens eine Strecke von 548 Kilometer, das wollte ich nur kurz erwähnen, mein eigener LKW, der erste eigene LKW. Ich persönlich habe natürlich meine eigene fest eingefahrene Meinung und Einschätzung. Ich verschließe mich nicht vor neuen Sachen, aber ich habe so die LKWs, die ich cool finde und die LKWs, die ich mag. Was mich jetzt interessiert ist, wenn ihr das sagen hättet, oder wenn du das sagen hättest, was würdest du sagen, welchen LKW ich nehmen soll? Ja? Nicht nur unbedingt von Sachen Wirtschaftlichkeit, was den Preis des LKWs angeht oder wie viel Benzin er verbraucht, sondern auch schon von der Tatsache her, welcher LKW gefällt euch. Ja? Also es kann auch rein am Aussehen liegen, dass ihr in die Kommentare schreiben könnt, welchen LKW soll ich nehmen. Mein Gott, der Blinker beim MAN schläft aber auch ein. Ne? Muss man aufpassen. Wenn der zwischendurch gähnt, wird es gefährlich. Aber ernsthaft, wenn ihr wisst, welchen LKW ich nehmen soll, oder wenn ihr mir einfach vorschreiben wollt, welchen LKW ich nehmen soll, dann haut es in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, eure Meinung da drinnen zu sehen. Und ich persönlich habe auch so die eigene. Uah, da habe ich zu spät gelenkt. Fahrfehler, Gott sei Dank eskaliert das nicht. Ich habe natürlich auch so ein bisschen für mich überlegt, wenn jetzt keiner was in die Kommentare schreibt und ich überlege, so welchen LKW ich nehme, werde ich, glaube ich, aus Gründen der Langzeitmotivation einen LKW nehmen, der. Oh, ich fahre zu schnell. Der halt nicht ganz so neu ist. Ja, also ich werde jetzt nicht gleich einen New Arctros nehmen oder den neuesten Volvo oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht sollte ich den ganz alten DAF nehmen. Der sieht vom Aussehen her am ältesten aus, ehrlich gesagt.
So, dann hat man sozusagen immer noch so eine Art Langzeitmotivation hinten raus, dass man sagen kann, ja, okay, komm, ich spar Geld, ich baue mir eine Firma auf und wenn ich dann so 2, 3 eigene volle Firmen habe, dann kann ich mir auch einen neuen LKW leisten, für mich einen neueren, ein aktuelles Modell sozusagen. Und so halt, das war so mein Gedanke dahinter. Was ihr davon haltet, würde mich auch interessieren. Ja, vielleicht bezieht ihr das ja sozusagen gleich in eure eigene Meinung ein, die ihr eventuell in die Kommentare schreibt. Und ja, dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ich persönlich habe, wie gesagt, meine meistgenutzten LKW-Marken sind auf jeden Fall Volvo, MAN und Renault. Ich habe auch Scanias, aber die sind irgendwie nicht so ganz mein Überding. Und ja, DAF und Iveco fahre ich zum Beispiel extrem selten. Ich habe, glaube ich, 2 Arctros auch aktuell, weil ich verkaufe ja auch einen LKW nicht. Wenn ich ihn gekauft habe, behalte ich ihn auch, selbst wenn ich eine Weile nicht fahre oder gar nicht mehr fahre. Aber so verkaufen ist irgendwie, das mache ich extrem selten. Ich weiß nicht, ich meine, es bringt natürlich was. Aber ich sehe das eher so, dass ich dann, wenn ich denn mir einen neuen LKW kaufe, könnte ich ja den alten mindestens noch wieder mit einem Fahrer besetzen und weiterfahren lassen. Weil da bringt er mir am Ende mehr mit, als wenn ich jetzt sagen würde, ich verkaufe den und nutze das Geld für einen neuen LKW. Das ist nämlich auch wieder alles eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, also je länger der LKW unterwegs ist, desto mehr Geld verdient er. Ich meine, klar, wenn man jetzt einen neuen Fahrer dafür einstellt, der verdient natürlich erstmal nicht so viel Geld damit. Einfach weil er natürlich nicht die Obererfahrung damit hat, also an sich die Erfahrung hat und natürlich erstmal ein paar Level aufsteigen muss, bevor er wirklich Fahrten annimmt, wo dann mal so 3, 4, 5.000 immer so rauskommen. Weil meiner Erfahrung nach liegt es bei den Fahrern, die man hier so anstellt, wirklich daran, dass die, dass ihr möglichst viele Fahrer beschäftigt, ja. Klar steigen die vom Level her so nach und nach auf, aber je mehr Fahrer ihr habt, umso mehr Geld kommt einfach rein. Und, ich habe es auf meinem Spielstand gesehen, ich habe da nachher so viele Fahrer gehabt. Du selber musst dann eigentlich am Ende gar nicht mehr die Fahrten fahren, die am meisten Geld bringen, sondern kannst dir die Fahrten aussuchen, die dir am meisten Spaß machen. Und das ist natürlich auch so eine Art Luxus. Jetzt müssen wir links rüber und hoffen, dass er schnell genug fährt mit seinem Bus. Jawohl. Das Schöne an der Dunkelheit ist, da seht ihr im Rückspiegel sofort, ob da ein Auto ist oder nicht. Ich meine, vielleicht bin ich blind, aber am Tag habe ich manchmal so, ja, mit diesem grafischen Aufbau im Spiegel zu kämpfen, da manchmal ein Auto zu erkennen. Weniger beim linken Spiegel, mehr beim rechten. Weil der rechte findet sich natürlich weit außerhalb des Sichtfelds da hinten und da ist das dann manchmal so eine Sache. Was auch besonders nervig ist ein bisschen, ist, dass halt das Lenken mit den Pfeiltasten dadurch immer dieses ständige Nachkorrigieren, weil man halt oft überlenkt. Ja, dann habe ich noch ein kleines Thema so außerhalb von meinem eigenen Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt da so einen YouTuber, der der hat quasi ja, es eskalierte mal wieder. Ja, er hat da so ein Fantreffen in so einer Trampolinhalle organisiert. Ich glaube, der YouTuber heißt SSK. Ich glaube, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Jedenfalls hat er so ein YouTuber-Fantreffen in so einer Trampolinhalle organisiert und ich meine, er hat ein paar mehr Fans, als er wahrscheinlich gedacht hat und oder was er wahrscheinlich vermutet hat, was da auftaucht. Auf jeden Fall, es war mit dem Betreiber auch abgeklärt, also von daher gab es kein Problem, aber da sind halt einfach viel zu viele aufgetaucht. Und das kam natürlich wieder zu den üblichen Szenen, wenn die Polizei wieder, oder die Ordner an sich, Security oder die Angestellten dort einfach nicht viel unter Kontrolle kriegen, weil es einfach zu viel wird. Ja, dann kommt wieder das übliche Schubsen und Drängeln und dann gibt es Geheule und das Ganze ist natürlich auch irgendwo gesundheitsgefährdend, da, wenn da so ein kleineres Kind hinfällt und niedergetrampelt wird, kann schlimme Folgen haben. Und deswegen finde ich, sind solche Sachen mit Vorsicht zu genießen. Also man muss da immer abwägen,
ist es das Risiko wert? Und wenn ja, wenn ich so ein Fantreffen mache, wie organisiere ich das? Das war offensichtlich einfach schlecht durchdacht, dementsprechend schlecht organisiert und ging natürlich hart in die Hose dann. Ich habe jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das für ein YouTuber ist, was der von Content macht, aber anhand der Zahlen und alles würde ich fast sagen, tippe ich auf so eine Art Assi-YouTuber, also Assi-Content-mäßig, so, weiß ich nicht, KS-Freak, Simon Desu-artig, also irgend so ein belangloser Scheiß, aber damit kannst du halt die Kids begeistern, die dir dann den Schaden nachrennen. Und die Gruppendynamik ist auch immer sensationell zu beobachten bei solchen Sachen. Ja, da findet also, es gibt so das Stichwort Schwarmintelligenz und damit ist einfach gemeint, dass das Wissen vieler Kleiner und die Reaktion vieler Kleiner sozusagen die richtige Reaktion hervorruft und man sich damit schützen kann oder eine Lösung für ein Problem findet. Da scheint der gegenteilige Effekt einzutreten, das scheint eher so eine Art Schwarmverdummung zu sein. Ja, je mehr Subjekte auf einem Haufen sind, umso weniger Gehirnzellen teilen sich dieser Schwarm, weil anders kann ich mir solche Aktionen auch einfach nicht erklären. Weil ich stecke nicht in so einem Kopf von so einem Kind aktuell, ich weiß nicht, was da so toll ist. Ich meine, klar, jeder hatte als Kind so seine Idole und alles und hätte sich sicherlich mega gefreut, die auch mal zu treffen. Ist ja nicht jedem vergönnt gewesen, so. Aber was bringt einen denn zu diesem extremen Ausrasten, zu diesem Rumkreischen, als wenn man, weiß ich nicht, wenn man Gespenst gesehen hat, um jetzt mal was Vorsichtiges zu sagen. Ja, also, das verstehe ich nicht. Falls davon einer Ahnung hat, kann das mal gerne in die Kommentare schreiben, so einfach mal verfassen, dass ich mir das durchlesen kann. Oder irgendwo Copy-Paste, keine Ahnung. Aber ich verstehe es nicht und ich befasse mich aber damit, weil es für mich auch so überhaupt gar keinen Sinn macht. Oh Gott, ich hoffe, er rammt mich nicht. Nein, er rammt mich nicht. Es für mich halt so gar keinen Sinn macht, weil ich das nicht verstehen kann. Das ist ja bei so vielen YouTubern so. Ich meine, es gibt YouTuber, ja, jetzt mal unabhängig vom Content, die haben halt auch ein paar Millionen Abonnenten und die können ja teilweise nicht mal mehr auf die Straße gehen, ohne irgendwie direkt in einer Menschentraube zu landen, weil irgendwelche Kids sie erkannt haben. Dann natürlich über sämtliche Social-Media-Seiten das posten und ja, dementsprechend bist du dann als Einzelperson, als dieser YouTuber dann auch wieder gefickt und die Leute ja, schwärmen um dich rum und du hast quasi keine Chance mehr, kannst direkt wieder nach Hause gehen. Das ist halt so das, glaube ich, die Kehrseite dieser Medaille. Und ich denke, man muss da etwas vorsichtiger sein. Da gibt es ja auch diese eine YouTuberin, die ist doch, glaube ich, sogar nach Island gezogen. Ich weiß nicht, ob sie aus dem Grund nach Island gezogen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas ist, was sie mit dazu bewegt hat, weil ich glaube, die hat auch über 1,5 Millionen Abonnenten und das ist auch so eine Zahl, da kannst du nicht mehr rausgehen. Vor allen Dingen nicht, da sie auch irgendwie so eine relativ junge Zielgruppe hat. Ja, ich denke mal, da wird sie heilfroh sein, irgendwie wieder ganz normal auf die Straße gehen zu können. Weil ich glaube, es ist auch so ein Ding, viele dieser YouTuber sind ja selber auch noch extrem jung und wenn die dann die Erfahrung machen, die sie eben machen mit so einer Abonnentenzahl, ich glaube, die sind auch echt mal froh, wenn sie ihre Ruhe haben und denen echt keiner auf den Sack geht. Das ist halt auch so das Thema wie bei, wie vor einer Zeit halt bei Tanzverbot, wo halt seine neue Wohnungsadresse geleakt wurde und direkt die Kids ihm auf den Sack gegangen sind und ihn wieder genervt haben und er einfach überhaupt gar keine Chance hatte, in seiner Privatsphäre selber zu leben. Und die Wohnung ist ja für solche Leute mit so einer Abonnentenzahl, so einem Ruhm einfach, glaube ich, so der letzte Rückzugspunkt, weil du kannst ja kaum auf die Straße gehen. Ja, wenn man so andere Videos sieht von großen YouTubern, BZW, Apecrime, die rennen immer nachts im Dunkeln draußen rum. Und ich glaube, das machen die halt auch einfach deswegen, weil natürlich sie da relativ unerkannt sich im Dunkeln bewegen können und einfach Sachen machen können, die ihnen gefallen, Spaß machen, die halt outdoor stattfinden, ohne sich direkt darüber Sorgen machen zu müssen, dass sie einen Fan erkennt und das direkt irgendwo postet und sofort wieder überall
hunderte Kids auftauchen und Fans und halt die ganze Sache crashen, was auch immer sie da machen. Das ist für diese Leute, glaube ich, extrem wichtig, dass die dann einfach die Wohnung für sich als Rückzugsort haben. Ich meine, Gott sei Dank, ich habe nicht die Abonnentenzahl, dass ich mir über sowas Gedanken machen müsste, weil ich wüsste nicht, wie ich sowas handeln sollte. Ich meine, stellt euch das mal für euch selber vor. Ihr geht raus und ihr seid einfach komplett von Leuten umgeben, die euch sofort erkennen. Weil es ist ja auch so, dass euch ja auch Erwachsene erkennen, ja, die Eltern der Kids und so. Die wissen ja, also gute Eltern, die sich mit den Kids beschäftigen, wissen ja, wer ihr seid und was ihr macht. Und wenn die euch erkennen, die wissen ja auch sofort, wer ihr seid. Und vielleicht sprechen die euch auch mal an, so, ja, gib mal Autogramm und so, ne? Mein Kind ist hart Fan von dir, so. Klar machst du das dann irgendwo gern, aber du hast ja auch, teilweise musst du ja auch immer damit rechnen, dass du angesprochen wirst. Wenn Tage, wo du gute Laune hast und dir das alles scheißegal ist, ist das ja völlig beiläufig. Aber nicht jeder hat immer gute Laune. Ja, man hat auch mal einfach einen Scheißtag, wo einen alles anpisst und man einfach nur Ruhe haben will. Und dann kommen halt diese Leute trotzdem auf einen zu und wollen, dass du nice und freundlich bist. Und das ist dann so der Punkt, wo viele YouTuber entweder ziemlich die Geduld verlieren und dann ja, Aktionen bringen, die nicht so nice sind, dann einfach weggehen oder dumme Sachen sagen. So. Da gibt es halt die YouTuber, die sich dann eine Maske aufsetzen und sich dann verstellen. Die dann halt ja, so auf Dauer freundlich machen. Ich meine, als Kind schnallst du das vielleicht nicht, das weiß ich nicht, aber als erwachsener Mensch merkst du sofort, wann jemand so ist. Ja, wenn jemand einfach falsch ist, eine Maske aufsetzt, nicht wirklich er selber ist. Also geht mir zumindest so, ich merke das oft schnell. Es gibt natürlich Leute, die haben richtig gute Übung da drin und da merkst du das dann auch nicht. Ja, das ist sicherlich so ein Punkt, wo man sich der Tatsache bewusst sein muss, dass man natürlich nicht jeden Menschen gefährlicher Hänger, Hänger schwer, Hänger bremst nicht, bitte nicht, oh, es ist keiner gekommen. Oh, das war eine beinahe Katastrophe. Oh, heilige Scheiße. Jetzt muss ich aber mal selber kurz gucken, wie schwer der Hänger ist. 21 Tonnen, ja toll. Und ich jolo da so runter, ne? Haha, Wahnsinn. Okay, zurück zum Thema. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, die Leute, man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass es Leute gibt, die man nicht durchschauen kann. Das ist halt einfach so. Darüber braucht man auch gar nicht großartig diskutieren. Ich würde gerne das Dach auf 60 setzen. Na bitte. Das ist halt einfach so. Und es gibt natürlich, das sind vor allen Dingen diese. Wow! Habt ihr das gesehen? Das war knapp. Oi! Es gibt natürlich diese YouTuber, die so eine extreme Reichweite haben. Und das sind vor allen Dingen die YouTuber, die so viel auch mit Kids zu tun haben. Und ich denke mal, das ist halt auch dieses Schema, weil Kids einfach nichts schnallen. Gibt das den Menschen nicht nur die Möglichkeit, so erfolgreich zu sein, sondern auch mit dieser relativ einfachen Methode, wenn man mal genau darüber nachdenkt, ja, diese Kids irgendwo, und ich will nicht sagen zu verarschen, aber halt irgendwo, ja, damit ausspielen zu können, dass die nicht schnallen, dass man irgendwie gerade eine Maske aufhat und gar nicht wirklich man selbst ist und immer dieses Hi, hallo, schön dich zu sehen, ihr wisst, was ich meine. Diese Leute haben das wahrscheinlich auch so als eine Art Abwehrmechanismus. Man beobachtet bei diesen Leuten ja witzigerweise auch immer, dass die oft Sonnenbrillen tragen. Ja, weil die Sonnenbrille ist draußen für viele Leute dann, für viele Prominente allgemein auch, so dieses letzte bisschen Privatsphäre, ja, dass Leute nicht sehen, wo du hinguckst. Und da muss ich gestehen, ich bin auch so ein Mensch. Ich persönlich trage auch gerne eine Sonnenbrille einfach, um die Leute im Unklaren darüber zu lassen, wo ich hinschaue. Weil wir Menschen sind ja relativ optikgesteuerte Wesen, die natürlich nicht nur ihre Umgebung gerne mit ihren Augen wahrnehmen, sondern auch das Gesicht des Gegenübers lesen. Und so eine Sonnenbrille verleiht ja auch die Eigenschaft, dass Leute dein Gesicht nicht lesen können. Und das machen sich diese prominenten Menschen, ja, also hauptsächlich über YouTuber, ich bin YouTuber, also rede ich auch über YouTuber, machen sich das dann auch zunutze, nicht nur um sich selber zu verstecken, ihre Persönlichkeit zu verstecken,
sondern nutzen das auch als kleine Hilfe, wenn sie dann mal wieder ihre Maske aufsetzen müssen und freundlich sein müssen zu Leuten. Nehmen sie in den seltensten Fällen diese Maske auch einfach mal ab. Und lassen dann die Sonnenbrille weg oder so. Das beobachtet man häufig. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand von euch irgendwie Erfahrung mit solchen Leuten hat. Vielleicht solche Leute selber im Freundeskreis oder Bekanntenkreis hat oder solchen Leuten mal begegnet ist. Vielleicht ist ja einer von euch mal einem dieser Leute begegnet und hat einfach gemerkt, was da Phase ist, oder auch einfach nicht gemerkt, was da Phase ist. Das kann natürlich auch sein. Weil grundsätzlich muss ich sagen, diese ganzen Riesen-YouTuber, die natürlich so ihre Reichweite haben, das sind, ich will jetzt nicht als schlechte Menschen hinstellen, Gottes Willen. Die machen auch einfach nur ihr Ding so und verdienen ihr Geld damit. Das ist irgendwo deren Leben, deren Selbstständigkeit und alles. Und ja, die müssen natürlich auch einen Weg finden, dann mit den negativen Seiten umzugehen und die positiven Seiten zu genießen und alles. Und da findet natürlich jeder so seine eigene Weise drüber. Ich persönlich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich mit sowas umgehen sollte. Ich glaube, ich bin da, weiß ich nicht. Ich würde da nicht so geil drauf reagieren, glaube ich. Ich meine, mal so jetzt für diejenigen unter euch, die vielleicht ein zurückhaltender Charakter sind und denen menschliche Kontakte jetzt nicht so hart überwichtig sind, dass sie sich ständig mit Leuten umgeben müssen und bla bla bla. Stellt euch vor, ihr seid, naja, nicht so direkt so ein Eigenbrötler, so, aber ihr habt nicht so einen Riesenfreundeskreis, sondern einen dezenten, aber wohlgewählten. Aber ihr fangt jetzt an, meine Fresse ist die Straße, ey. Mein Hänger ist da direkt ins Grüne gegangen. Aber ihr fangt jetzt an irgendwie mit so YouTube-Zeug und seid hart erfolgreich und plötzlich kommen aber Leute auf euch zu, random, und quatschen euch voll und wollen irgendwas von euch, wollen Autogramme, wollen Bilder und einen kurzen Schnack mit euch. Wie würdet ihr darauf reagieren? Ich wüsste es nicht. Ich wäre, glaube ich, hart nervös. Ich meine, man will sich, zum einen will man sich natürlich selber nicht zum Affen machen und zum anderen möchte man aber auch nicht, dass derjenige irgendwie, der euch total cool findet und der euch total mag, mit einem negativen Gefühl nach Hause geht. Ja, und gerade das ist das, was mich nervös macht. Ja, ich hätte dann eher Angst, die Leute irgendwo zu enttäuschen, als mich selbst zum Affen zu machen. Weil mir ist das egal. Ich mache mich auch mal vorsichtig zum Affen. Aber ich würde halt nicht wollen, dass irgendjemand, der mich total cool findet, irgendwo hingeguckt ist, nur um mich zu sehen, kurz mit mir zu schnacken, Autogrammbild, whatever, mit einem negativen Gefühl nach Hause geht. Und ich glaube, das ist auch bei vielen von den größeren YouTubern so, aber aufgrund einfach der Masse, die an Fans und Leuten haben, die cool finden, so, ist es halt einfach für die unheimlich schwer, jeden glücklich zu machen, der da irgendwie hintersteht. Und klar versuchen sie dann mit solchen Fantreffen zum Beispiel irgendwo, ja, herauszufinden, was sie machen können. So, ne? So, prinzipiell ist so eine Idee ja gar nicht schlecht. Ja? So eine Trampolinhalle hat ja Platz, da passen ja wirklich einige Leute rein. Aber er hat wahrscheinlich gar nicht gemerkt oder gar nicht begriffen, was seine Abonnentenzahl denn heißt, ja? Was da wirklich hintersteckt. Ich meine, guck dir die ganzen YouTuber an, die richtig viele Abonnenten haben. Ne? Die können nicht mal irgendwo essen gehen, ohne dass da gleich wieder eine Horde von 100 Mann vom Restaurantfenster steht. Sobald einer die gespottet hat, ja, das in Zeiten von Multimedia und allem, das geht ja ruckzuck durch die ganzen verschiedenen Community-Sites und alles und Facebook und Twitter und was weiß ich, was es noch alles gibt. Und dann innerhalb von deinen 20 Minuten, wo du noch auf dein Essen wartest, so, dann stehen da 20, 30 Mann vor der Scheibe. Die natürlich Fan von dir sind, ja. Du freust dich ja irgendwo auch, dass die da sind, aber irgendwo fragst du dich, Leute, darf ich nicht in Ruhe essen? Gönnt ihr mir das jetzt nicht? Oder? Ne, es ist natürlich schon irgendwie witzig. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch irgendwo wieder so eine Frage von einem guten Tag und einem schlechten Tag. Wenn ihr einen guten Tag habt, ich glaube, dann findet ihr das cool, dann findet ihr das witzig, und wenn ihr dann einen Scheißtag habt, dann nervt euch das. Das ist halt wieder das Verstellen und nicht verstellen Thema. Ja, wir haben jetzt noch 128 Kilometer vor uns und ich schließe jetzt das Thema einfach mal ab.
Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt und ihr mehr von meinem Zeug sehen wollt, dann lasst mein Video auf jeden Fall ein Like da und meinem Kanal ein Abo, dann seht ihr auf jeden Fall noch mehr von mir. Das hier ist eine Serie, die ich, naja, fast täglich plane. Am Wochenende wird es keine Folgen davon geben, aber ich denke mal so Montag bis Freitag werden da auf jeden Fall Folgen laufen. Heißt nicht, dass am Wochenende gar nichts kommen soll, aber ich weiß noch nicht, was ich da mache. Mal gucken. Ich habe eine Idee, mal gucken. Also ich bin nicht ganz planlos. Außerdem gibt es natürlich noch World of Warships. Ich weiß, das ist schon länger her, dass ich das gepostet habe. Aber ich habe nicht aufgehört oder will nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Ich mache nur einfach gerade so ein bisschen so eine kleine Motivationspause. Dasselbe gilt auch für World of Tanks. Des Weiteren bin ich gerade so ein bisschen wieder in War Thunder Gameplay drin. Ich habe gestern einfach mal ein paar Runden gespielt. Ich weiß nicht, falls ihr wollt, dass ich mal War Thunder oder so spiele und das mal ein Video hochlade, dann schreibt mir das. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, ob euch das denn überhaupt interessiert. Oder schreibt noch allgemein irgendwelche Spiele rein, die euch interessieren würden, dass ich die mal spiele. Ja, ich hatte ja auch mal geäußert, dass ich eventuell kleine Browserspielchen mal spielen will, aber ich weiß nicht genau, ob sich das für mich lohnt. Weil in diesen Videos hier kann ich mir schon immer alles von der Seele quatschen, was mich so interessiert, was mir durch den Kopf geht oder einfach auch nur Gedanken. Ja, einfach mal einen Gedankenaustausch. Ich weiß nicht genau, diese kleinen Spiele wollte ich halt dafür nutzen quasi. Und ich weiß jetzt schon hier, dass hier gleich eine 50-Zone kommt, deswegen bremse ich schon. Also nicht wundern. Ich weiß nicht, wenn euch solche kleinen Spiele wie Agaio oder Slither.io auch noch immer noch gefallen, ja, ich meine, der Hype dafür ist glaube ich vorbei, aber falls es euch gefällt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben und ich guck mal, dass ich mal so ein, zwei Folgen daran aufnehme und mal gucken, wie es dann ankommt. Ja, ansonsten vergesst nicht, ihr dürft immer noch entscheiden, was ich mir für einen eigenen LKW kaufen soll. Ja, was das für ein Fahrzeug wird. Welche Ausführung, ja, ob es ein neuerer oder ein älterer wird. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch gleich direkt irgendwelche Tipps, was ich nehmen soll. Soll ich gleich ein bisschen mehr Geld ausgeben und ein anderes Fahrgestell drunter setzen? Je nachdem, wenn ich den LKW kaufe, welche Getriebe ich zur Verfügung habe. Da muss man mal gucken. Falls ihr das schon ungefähr wisst, könnt ihr es ja auch reinschreiben. Ja, es geht also alles darum, unsere Firma hier zum Erfolg zu führen. Wir stecken noch in den Kinderschuhen. Oh, wir sind schon 80. Wir stecken noch in den Kinderschuhen, aber wir arbeiten uns ja langsam vor. Wir haben jetzt schon 61.000, also der erste eigene LKW ist nicht mehr weit weg. Und ich werde auch heute wieder ein, zwei Fahrten noch so fahren, dass also mehr Geld zusammenkommt und dass wir möglichst früh schon mal unseren ersten eigenen LKW haben. Ich persönlich habe mir jetzt während der Fahrt, während ich gequatscht habe, auch überlegt, dass es vielleicht ganz clever wäre, den ersten eigenen LKW bar zu bezahlen und dann vielleicht die 400.000 zu nehmen, davon die eigene Firma aufzubauen und die ersten zwei LKWs zu kaufen und dementsprechend natürlich auch die ersten zwei Fahrer einzustellen. Was ihr davon haltet, immer in die Kommentare. Ja, ich bin also jemand, der auch gerne mit Leuten reden würde, gerne mit Leuten schreiben würde in seinen Kommentaren. Und falls ihr dazu also einen Standpunkt habt und eure Meinung oder falls ihr wisst, wie man das Ganze am ökonomischen hinkriegen kann, haut's in die Kommentare. Ja, noch 37 Kilometer. Wir haben es also fast geschafft. Ich schwitze schon wieder wegen dem Einparken. Ich bekomme das zwar meistens hin, aber hin und wieder versaue ich es dann. Meistens versaue ich es dann, wenn ich gerade eine Aufnahme laufen habe. Das ist ohne Scheiß so. Jedes Mal, wenn die Kamera aus ist und ich mir komplett keinen Platten mache, dann schmeiße ich den LKW in die Lücke, als wäre es nichts. Und immer, jedes Mal, wenn ich irgendwie hier so eine Aufnahme zu laufen habe, dann versaue ich es irgendwie. Ne? Dann
kommt der LKW quer oder ich überlenke oder ich lenke zu wenig oder ich gebe zu viel Gas im Rückwärtsgang und irgendwas passiert dann jedes Mal und dann ist der, hängt der LKW wieder quer. Aber mal so, es ist auf jeden Fall ein schönes Gespann, was wir hier fahren. Der grüne LKW mit dem grünen roten Hänger sieht schon sehr nach Holzlaster aus, das fetzt schon. Ganz gute Wahl gewesen für diese Tour. Ich persönlich fahre auch gerne diesen MAN. Schönes Fahren. Auch in Wirklichkeit, glaubt mir. Ich bin schon gefahren, es ist einfach toll. Auch diese große Frontscheibe ist cool. Du hast eine mega geile Übersicht. Oh, jetzt müssen wir gucken. Jetzt bremsen wir und lenken links rüber. Abstand halten von KI-PKWs. Die bremsen manchmal viel härter, als es notwendig wäre. Der Blinker ist auch noch wach, er ist nicht eingeschlafen, das ist ganz gut. Oh. Ja, jetzt heißt es warten, ne? Ja, das ist immer diese Stoppschilder, ihr seht, hier ist mega viel Verkehr. Das kann hier immer eine Weile dauern. Das ist aber nur so, oder meistens nur so im Singleplayer. Im Multiplayer ist hier eigentlich, hier ist auch viel los, immer viel los. Aber diese Kreuzung geht eigentlich. Allerdings müsst ihr besonders im Multiplayer dann immer da aufpassen an solchen Kreuzungen, weil Leute sich nicht oder kein bisschen teilweise auch einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und dann hier mit 80, 90 oder teilweise 140 durchbügeln. Und was passiert, wenn ihr hier über die Kreuzung fahrt, während die mit 140 ankommen, brauche ich euch, glaube ich, nicht unbedingt zu sagen. So, jetzt haben wir genug gewartet, jetzt ziehen wir rum, wir lenken ein bisschen gerade, denkt an den Hänger. Was ich euch übrigens nicht gesagt habe, weil es off-camera passiert ist, ist, dass ich in einer Fahrt, die ich gefahren bin, die Kurve zu eng genommen habe. Da waren aber nicht solche Wände, sondern Leitplanken. Ja, da waren also richtige Metallleitplanken und leider sind die hinteren Räder von meinem Anhänger zwischen die Leitplanken geglitscht und ich habe 12.000 Mäuse verloren. Also eigentlich hätten wir schon 12.000 mehr, wenn ich das nicht versaut hätte, ja, wenn mir dieser Fauxpas nicht passiert wäre. Ach, hier muss ich rauf, ja? Ja, hier muss ich rauf. Da müssen wir rein. Das ist eigentlich ein relativ ziviler Hänger. Ziviler Parkplatz, das sollten wir schaffen. So, und wie immer werde ich versuchen, aus der Innenperspektive einzuparken. Falls ihr mich in den Kommentaren darüber auslachen wollt, dafür auslachen wollt, dass ich es wieder mal versaue, tut euch keinen Zwang an. Hier ging's, weil ich viel Platz nach vorne habe. Das heißt, es nur noch dezent nachkorrigieren. Ich fahre auch langsam. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt zu viel Gas gebe, dann fackelt es wieder ab in irgendeiner Weise. Ah, ich komme ein bisschen weit zu dieser einen Seite rüber. Aber es geht, ich habe es korrigieren können. Ah. Ja. Wir sind am Ziel, so habe ich eingeparkt, ich verstecke es also nicht, ich zeige es euch, ja, ein bisschen weit zu der einen Seite, aber in der Markierung. Das ist wichtig gewesen. So, das war also die Fahrt für heute. Ja, das war nicht sonderlich viel Geld, aber das liegt halt einfach daran, dass das jetzt nicht so die Überbringer-Tour war. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir schon Level 7. Ja, auf der Hälfte zum Weg zu Level 8.
Und ich denke, ich werde jetzt so weit fahren, dass ich so vielleicht noch so die 100.000 zusammen habe. Und dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich in der nächsten Folge oder spätestens übernächsten Folge so weit bin, dass ich den LKW aussuche. Ich denke mal in der übernächsten Folge. Also bis dahin schreibt auf jeden Fall fleißig in die Kommentare, welchen LKW ich nehmen soll und wie ich alles am ökonomischen hinkriegen kann. Denn denkt dran, es ist unsere Firma. Ja, ich bin hier nicht alleine der Chef, ne? Ich bin hier nur ausführende Kraft. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr Spaß hattet und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin tut ihr mir nur einen kleinen Gefallen und macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.